Die Aussprache. Als erster Redner hat Herr Professor Dr. Bauer von den Freien Wählern das Wort. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin, ich weiß, sie hat sich entschuldigt, sie kommt etwas später, das ist völlig akzeptabel. Denn ich weiß es, wenn man einen Enkel verlassen muss, da gibt es dann auch Tränen. Deswegen habe ich volles Verständnis, dass sie erst später kommt. Richten Sie das bitte aus. Deswegen möchte ich mich, nichtsdestotrotz möchte ich mich natürlich auch an die Ministerin persönlich wenden und mich bedanken. Und auch bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Ministeriums für die Ausarbeitung unserer Interpellation. Und besonders positiv hervor möchte ich dabei die zum großen Teil aussagekräftigen Ausführungen, die offen angesprochenen Probleme und Differenzen im Bereich der Pflege sowie die ehrlichen Antworten daraus. Also herzlichen Dank für diese sehr gute Arbeit. Die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen, denen wir in der Pflege in den kommenden Jahren und in Jahrzehnten gegenüberstehen, sind gewaltig. Deshalb heißt es auch gleich zu Beginn unserer Interpellation, Pflege ist eines der bedeutendsten, aktuellsten und brisantesten Themen unserer Gesellschaft. Die Qualität der Pflege steigt und fällt mit der Leistung, aber auch mit der Anzahl der Pflegekräfte. Pflegekräfte, die engagiert und auf qualitativ hohem Niveau stehen, brauchen insbesondere auch Arbeitsbedingungen, also Rahmenbedingungen, die sie motivieren. Und sie brauchen keine zunehmende Arbeitsverdichtung und keine Demotivation. Eine weitere Verschlechterung der Rahmenbedingungen in der Pflege hätte verheerende Folgen für uns alle. Das muss uns allen bewusst sein bei den Entscheidungen. Die von der Bertelsmann Stiftung in der Studie Pflege 2030, auf die auch die Staatsregierung in die Antwort eingeht, wird prognostiziert eine Versorgungslücke in Höhe von rund 14.000 Vollzeitäquivalenten in der ambulanten Versorgung und knapp 48.000 Vollzeitäquivalenten in der stationären Versorgung. Dieses Ergebnis ist höchst besorgniserregend, liebe Kolleginnen und Kollegen, und es schreit förmlich nach einer Lösung. Der Handlungsbedarf ist also offenkundig und trotzdem zeichnen sich keine sichtbaren Verbesserungen ab und klare, zukunftsfeste Konzepte sind nicht erkennbar. Aus diesem Grund haben wir Freien Wähler uns für die Erarbeitung der vorliegenden Interpellation entschlossen. Denn wir benötigen für sachgerechte Entscheidungen zunächst einmal die tatsächlichen Zahlen und Fakten. Nur auf dieser Grundlage können wir dann sinnvolle und zielorientierte Lösungen erarbeitet werden. Mein Wunsch wäre es, dass wir das gemeinsam miteinander erarbeiten. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ausdrücklich für die engagierte Unterstützung durch die Pflegefachverbände und vieler einzelner Pflegekräfte, Hermann, du hast auch die Zuschriften bekommen, bedanken. Denn ohne ihre Mithilfe und ohne ihre Berichte direkt aus dem Inneren der Pflege wäre diese Interpellation in der Form nicht möglich gewesen. Wie wichtig es ist, endlich die Situation in der Pflege zu verbessern, zeigt sich ganz deutlich an der Fachkräftequote. Bei uns gilt die Regel, dass bei mehr als 4 pflegebedürftigen Bewohnern mindestens jede zweite Pflegekraft eine Fachkraft sein muss. Das ist eine sehr sinnvolle Regelung, die dazu dient, die Qualität der Pflege auf einem hohen Niveau sicherzustellen. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Fachkräftemangel in der Pflege darf nicht dazu führen, dass die Pflege nicht mehr auf die Art und Weise erledigt werden kann, wie sie ein pflegebedürftiger Mensch erwarten darf. Pflege muss immer den Menschen im Mittelpunkt stellen. Die Antwort der Staatsregierung ist jedoch ernüchternd auf diese Fragen. 2012 wurde bei 144 stationären Einrichtungen die Nichteinhaltung der Fachquote festgestellt. 2013 waren es 143 und 2014, das sind die letzten Zahlen, bereits 166. Die Situation hat sich also in den Jahren verschlimmert, möchte ich noch einmal ausdrücklich an der Stelle hervorheben. Denn diese Vorgaben für die Pflegefachkraftquote sind ja nicht einfach unverbindliche Meinungen oder Bekundungen, sondern es sind rechtlich verpflichtende, verbindliche Vorgaben,
die kontinuierlich und über Jahre hinweg nicht eingehalten wurden. Dieser Zustand ist höchst bedenklich, nicht zu akzeptieren und schreit aus sozialpolitischer Sicht direkt nach einer Lösung. Woran liegt denn das? Es gibt zu wenig Fachkräfte und diese Situation verschlimmert sich zwischenzeitlich von Tag zu Tag. Diese Binsenweisheit haben wir ja schon öfters an dieser Stelle thematisiert. Ist es also dringend notwendig, mehr Menschen für die Pflegeberufe zu begeistern, liebe Kolleginnen und Kollegen? Das bedeutet aber auch, dass diese Berufe viel attraktiver ausgestaltet werden müssen und die Rahmenbedingungen möglichst optimal gefasst sein müssen. Die bisherigen Maßnahmen sind offenkundig nicht ausreichend, sie sind sogar teilweise gescheitert. Vor diesem Hintergrund ist es völlig unverständlich, warum die Staatsregierung die Einrichtung einer echten bayerischen Pflegekammer ablehnt und dies in der Interpellation auch noch deutlich formuliert. Schon bei der Expertenanhörung 2012, ich erinnere daran, Minister Söder war damals für die Pflege verantwortlich, lautete der Titel dieser Fachanhörung Ausgestaltung einer bayerischen Pflegekammer. Ausgestaltung einer bayerischen Pflegekammer. Das heißt ja bekannterweise, es stand nicht einmal das Ob damals zur Diskussion, sondern nur das Wie. Und heute haben wir eine Rolle rückwärts gemacht, jetzt wird das Ob in Frage gestellt. Das verstehen wir Freien Wähler nicht. In dieser Anhörung wurde vom Vertreter des Deutschen Pflegerates erklärt, und er zitierte dabei das Bundesverfassungsgericht, dass durch die Übertragung hoheitlicher Funktionen auf eine Kammer Kräfte aktiviert werden sollen, um gesellschaftliche Gruppen die Regelungen von Aufgaben eigenverantwortlich zu ermöglichen, die sie selbst betreffen und die sie selbst am besten und sachkundigsten auch lösen können. Das ist der zentrale Punkt einer Kammerkonstruktion. Genau das ist es, was die Pflege dringend braucht, was notwendig ist. Die gesellschaftlichen Kräfte müssen aktiviert werden, um die erforderlichen Verbesserungen und Veränderungen in der Pflege voranzubringen und Lösungen herbeizuführen. Die Pflegekräfte müssen in der Lage sein, mit den anderen Akteuren, und das ist ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt, im Gesundheitswesen auf Augenhöhe selbstbewusst verhandeln zu können. Der Gesetzesentwurf, der ja jüngst von der Staatsregierung eingereicht wurde und zu dem ich auch Stellung genommen habe auf Seiten der Freien Wähler, ist jedoch ein Schlag ins Gesicht der Pflegekräfte Bayerns. Statt einer selbstbestimmten Pflegekammer, ich erinnere noch einmal, vor Jahren hat es der Minister Söder so angekündigt und propagiert, auch in der Pressemeldung, ist nun das Konstrukt eines Gängelbandes der Staatsregierung entstanden, eine Dominanz von oben herab. Es wird auf eine verbindliche Mitgliedschaft aller Pflegekräfte verzichtet, sodass diese Vereinigung, und das ist der weitere Punkt, nicht für alle professionellen Pflegekräfte sprechen kann. Denn das ist doch eine einfache Logik und Lebenserfahrung. Es werden unter diesen Bedingungen niemals 100% der Pflegekräfte freiwillig beitreten. Das wäre die logische Folge, dann können sie auch nicht für diese Pflegekräfte sprechen. Mit einer starken Stimme für die Pflege kann deshalb auch nicht die Rede, überhaupt nicht die Rede sein. Wirksame Entscheidungen, und das kommt noch dazu, können nur getroffen werden, wenn das Ministerium diese umsetzt. Ansonsten würde die demokratische Legitimation fehlen, so der vorliegende Gesetzesentwurf. Eine weitere Regelung in diesem Gesetz macht eine selbstbestimmte Interessenvertretung in dem Konstrukt der Staatsregierung unmöglich. Der gesetzlich vorgeschriebene Beirat. Dieser soll ja zur Hälfte aus Einrichtungsvertretern bestehen und der Vorsitzende soll vom Gesundheitsministerium bestellt werden, also von der Exekutive bestellt werden. Dadurch wird ein fachfremder Einfluss geschaffen, der eine wirksame Vertretung der Interessen der Pflegekräfte unmöglich macht. Aus diesem Grund verwundert es auch nicht, dass bei keiner anderen klassischen Berufskammer eine solche Gängelung von oben herab überhaupt besteht, überhaupt einmal angedacht wird. Und das ist richtig so, dass es so nicht gemacht wird. Weiter erhöht sich der Einfluss der Einrichtungsträger und des Ministeriums dadurch, dass das Votum des Beirates in den wichtigen Fragen der Fort- und Weiterbildung für die Fachkräfte zwingend berücksichtigt werden muss. So steht es im Gesetzestext drinnen. Und um den Ganzen die Krone aufzusetzen, ist dieses Konstrukt auch finanziell vollkommen vom Wohl und Weh der Staatsregierung abhängig, die ja von der Mehrheitsfraktion getragen wird.
Klassische berufsständische Vertretungen werden durch Beiträge ihrer Mitglieder finanziert. Und das führt zur Unabhängigkeit von Ministerien und Unabhängigkeit von der Exekutive. Und das ist, sehr geehrte Kollegen von der CSU, das ist der große Vorteil einer Pflichtmitgliedschaft in einer Kammer mit Pflichtbeiträgen. Man gewinnt dadurch ein großes Stück Unabhängigkeit und Freiheit. Und das nehmen Sie von diesem Konstrukt der Pflege weg. Und das ist keine Kritik, wenn Sie sagen, da entstehen Pflichtbeiträge, sondern das ist der Schlüssel für mehr Freiheit und Selbstbestimmung. Und das wollen wir Freie Wähler für die Pflegekräfte erreichen. Denn wie es jetzt geregelt ist, hängt ja diese Zuschüsse von den zweijährigen Entscheidungen zum Haushalt davon ab. Und ohne etwas zu unterstellen zu wollen, wohl auch von der guten Führung der Vereinigung und darüber hinaus, und bedenken Sie das auch, gerade was wir vorhin in der Aktuellen Stunde diskutiert haben, auch von der politischen Großwetterlage. Denn es ist ja nicht festgeschrieben, dass die politische Großwetterlage so bleibt, wie es jetzt ist. Echte Selbstbestimmung für die Pflege schaut anders aus. An den anderen Kammern für Ärzte, Apotheker und so weiter kann man das klar erkennen. Und aus diesem Grund bin ich sehr erfreut, dass wir Freien Wähler zusammen mit den Grünen, herzlichen Dank dafür, lieber Uli, dass wir eine Expertenanhörung noch zusammengebracht haben. Und auch danke an die SPD und an die CSU-Fraktion, die sich angeschlossen hat. Dadurch wird die Möglichkeit eröffnet, noch einmal dieses ganze Konstrukt auf den Prüfstand zu stellen. Und ich erwarte mir von den Experten mit ihrer Sachkompetenz, dass diese gravierende Fehlentwicklung noch verhindert werden kann. Noch ist es Zeit, den Hebel umzulegen. Noch ist es Zeit, die Weichen richtig zu erstellen. Das erwarte ich mir von der Expertenanhörung. Aber sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, was will man auch erwarten, wenn ein Ministerium wenig Wert auf die Fachkompetenz im eigenen Hause legt? Denn im Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gibt es nach den Angaben und der Antwort der Staatsregierung gerade mal 2 Stellen mit pflegefachlicher Expertise. Dabei wird leider gar nicht darauf eingegangen, um welche Qualifikationsebene es sich handelt. Deshalb bitte ich Sie darum, diese Informationen noch nachzuliefern als Ergänzung zu der Interpellation, in welcher Qualifikationsebene diese Mitarbeiter sich befinden. Denn es ist ganz wichtig, dass wir das auch wissen, weil dann wissen wir auch, welchen Einfluss und welche Gestaltungsmöglichkeiten sie haben. Die negative Einstellung der Staatsregierung zeigt sich auch daran bei der Beantwortung der Frage nach der Auffassung der Staatsregierung zu den unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern zu den Pflegezeiten und zum Personalschlüssel. Es kann doch nicht angehen, dass ein und die gleiche Pflegehandlung in einem Bundesland mehr Zeit in Anspruch nehmen darf als in den anderen. Ausschlaggebend müssen wir doch immer von den individuellen Pflegebedürfnissen der zu Pflegenden, unabhängig vom Bundesland. Diese Einsicht hätte ich von der Staatsregierung schon erwartet und ich hatte es eigentlich vorausgesetzt, dass Sie das so klar ausdrücken. Ein wichtiges Problem für ambulante Pflegedienste sind die und gerade im ländlichen Raum teilweise längeren Wegstrecken, die zu einem mehr Zeit erfordern und zum anderen auch höhere Kosten verursachen, zum Beispiel die Kraftstoffkosten. Diese Vergütung der Fahrkosten ist gegenwärtig nicht ausreichend. Das kritisieren wir von Freien Wählern an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich. Und es ist schon erstaunlich, dass die Staatsregierung davon ausgeht, dass es hier keine Probleme gibt, weil keine Schiedsverfahren eingeleitet wurden. Hier zeigt sich deutlich entweder die mangelnde Sachkompetenz oder aber ein fehlendes Verständniswillen. Denn bitte bedenken Sie, wenn wegen aller Finanzierungsmängel Schiedsverfahren angestrengt würden, dann käme die Pflege wohl völlig zum Erliegen. Darüber hinaus muss man auch berücksichtigen, dass ja die Macht der Gegenseite der Kassen zu diesem Punkt auch noch berücksichtigt werden muss, wenn man was zusammen durchsetzen will. Ich sehe, die Zeit ist schon leider sehr weit fortgeschritten, deswegen muss ich ein bisschen abkürzen und komme ganz klar zu der Zusammenfassung und den Forderungen der Freien Wähler aufgrund der Antworten der Staatsregierung. Erstens, wir brauchen eine echte Pflegekammer, denn die Freien Wähler haben das nötige Zutrauen in die Pflege und sind fest davon überzeugt, dass eine starke Stimme der Pflege nur mit einer echten Pflegekammer erreicht werden kann. Zweitens, eine deutliche Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Pflege, wozu vor allen Dingen eine bessere Bezahlung, aber auch eine gute Fortbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeit geboten werden müssen. Drittens, eine gesetzliche Personalbemessung
um die zunehmende Arbeitsbelastung der Pflegekräfte zu mindern, damit wir gleichzeitig den Beruf auch attraktiver gestalten können. Viertens, und das ist mir besonders wichtig, eine Fachkraftquote in der Nacht, die auch eingehalten werden muss und dafür alles getan werden muss, dass auch diese Facharztquote in der Nacht sichergestellt ist. Fünftens, eine deutliche Beschleunigung der Entbürokratisierung in der Pflege. Hierzu gehört zum einen eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen MDK und Heimaufsicht und zum anderen Anreize für die Pflegeheime und ambulante Pflegedienste zur Teilnahme an erfolgsversprechenden und vor allen Dingen rechtssicheren Entbürokratisierungsmaßnahmen. Pflege geht uns alle an, früher oder später. Die Profession Pflege ist das soziale Gesicht und das soziale Gewissen Bayerns. Ziel der Freien Wähler Pflegepolitik ist es, den Sozialstaat Bayern zu erhalten und zu stärken. Mitmenschlichkeit, Mitgefühl und Empathie dürfen nicht wegen finanzieller Engpässe auf der Strecke bleiben. Arbeiten wir gemeinsam an diesem Ziel. Wir Freien Wähler sind dazu bereit. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Kollege. Als nächster hat das Wort.